Das ist Mr. Meppen, Luka Tankulic. Zuletzt mit dem Doppelpack gegen Viktoria Berlin, der Rekordtorschütze in Liga 3 für den SVM. Er wollte auch weitermachen gegen den HFC mit Florian Schnorrenberg. Zuletzt die Niederlage in Wiesbaden. Aber gut gespielt, trotz alledem der HFC schon seit 7 Spielen auswärts sieglos. Das sollte hier anders werden. Erste Chance, erste gute Möglichkeit für den HFC durch den jungen Mann Elias Löder. Da hatte Erik Domaschke ein wenig Glück. Es war ein interessantes Spiel, aber zumeist zwischen den Strafräumen. Erst kurz vor Schluss drehte dann Meppen auf. Viel Platz für Fassbender. Guter Abschluss. Mesenhöhler ungenau und dann das 1:0 und natürlich der Torschütze Luka Tankulic. Wer sonst? 10. Saisontreffer für ihn hier. Da muss Mesenhöhler besser klären, aber was Krüger da macht, ist auch fantastisch. Behält den Überblick, legt auf, sein zweites Tor vorbereitet in dieser Saison, auf seinen Kapitän. Wunderbarer Treffer zum 1:0 und da waren schon 60 Sekunden über der Zeit. Trotz alledem hätte der SVM auch schon wenige Sekunden später auf 2:0 stellen können. Natürlich wieder Luka Tankulic, der sich den Schuss hier hat nicht nehmen lassen, obwohl seine Kollegen den Ball wollten. Rico Schmidt schnuppert da am 4. Heimsieg in Folge. Aber es kamen ja noch 45 Minuten und die wurden sehr interessant. Nach dem Pausentee diese Situation. Terence Boyd im Strafraum, Domaschke kam raus und Schiedsrichter Ballweg mit dem Elfmeterpfiff. Der erste Strafstoß für den HFC in dieser Saison und das beim Rückrundenstart. Boyd nahm sich der Sache an und hatte Glück. 1:1 der Ausgleich. Der HFC hatte sich da belohnt, kam gut aus der Kabine. Ja, und Domaschke, das war insgesamt nicht seine Situation. Mit ein bisschen Glück, weiß er selber, hätte er den gehabt. Der HFC war zurück. Rico Schmidt musste einmal durchatmen, weil ihm übrigens erste Gegentor zu Hause nach über 300 Minuten. Halle danach auch stark, aber Meppen hatte eine breite Brust und brauchte nicht viel Aktionen. Wie in dieser Situation. Unglaublich. 2:1. Morgan Fassbender muss da einfach nur noch diese Situation abmelken. Guda heute in der Startelf hat Glück. Sternberg fälscht ab. Tankulic ist da, bereitet vor. Und Fassbender nickt nur noch ein. Sein 4. Saisontor. Tankulic wieder beteiligt. Und dann nur 80 Sekunden später. Jonas Niedfeld. Was ist das für ein Ball auf der einen Seite? Und was ist das für ein wunderbarer Ball von Tankulic auf René Guda? 3:1. 1:20 haben sie gebraucht, um das Ganze hier von 1:1 auf 3:1 zu stellen. Fantastische Übersicht und Guda in dieser Situation einfach eiskalt. Ganz verrückt war, dass Halle danach nicht zusammengebrochen ist. Sie wurden stärker. Sie waren stärker als Meppen, haben versucht, sich Chancen rauszuspielen, wie hier der eingewechselte Scherbakowski auf Vorlage von Terence Boyd. Aber Rico Schmidt konnte trotz dieser Chancen für den HFC selber noch einmal jubeln, brachte frische Kräfte wie Ametov, FCF, Forsten und dann wieder Mr. Meppen. Tankulic, 2 Tore, 2 Vorlagen, 4:1. Sieg für den SVM, ganz vorne mit drin, Vereinsrekord eingestellt und zu Hause läuft es für die Emsländer und natürlich im ganz Besonderen für Lucky Luka. Verdienter Erfolg am Ende für die Elf von Rico Schmidt. Ich weiß gar nicht, was hier passiert gerade. Es fühlt sich wirklich an wie ein Märchen und wir haben eine Welle, auf der schwimmen wir gerade und die ist unfassbar. Du gehst ja, du trainierst die ganze scheiß Woche, dass du halt ja, diesen Karren umdrehst, dass wir endlich mal wieder Erfolgserlebnis haben und es tut mir einfach leid für den Coach, es tut mir leid für alle Fans. Und es tut mir leid für den HFC, weil wir das, was wir reinhauen, wir belohnen uns einfach nicht dafür. Und das ist einfach sehr schade. So.
Seit 8 Spielen ist der HFC jetzt auswärts sieglos. Es wird sicherlich im Winter eng. Für Florian Schnorrenberg ganz anders die Stimmung bei den Meppenern. Schauen Sie sich den Schmidt an. So sieht man aus nach so einem verrückten Fußballjahr. Gratulation an die Emsländer. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.